Hallo Leute, da bin ich wieder. Wie ihr sicherlich gemerkt habt, ist es ein bisschen ruhiger geworden bei uns. Wir haben uns also mit einem relativ großen Projekt beschäftigt, eigentlich dem größten, was ich bis jetzt in der Imkerei gemacht habe. Wir haben uns also mit dem Thema Wandertechnik beschäftigt. Dazu haben wir jetzt glücklicherweise uns einen neuen Anhänger zulegen können, mit ja, über 2 Tonnen Zuladung. Wir haben es ausprobiert, es passen ungefähr 21 Völker inklusive Böcke drauf, wenn wir sie einlagig transportieren. Und dazu haben wir uns einen einfachen Ladekran, wie immer, selbst gebaut. Ich möchte euch das Ding einfach mal kurz vorstellen. Also Spanngurte um unsere Völker haben wir ja eh immer, also die Situation, so wie das Volk da steht. Und dazu haben wir jetzt also einen Ladekran, der hat ungefähr 2,50 Meter Auslage. Ich habe den also getestet mit meinem Standardgewicht. Ich vermute mal, der wird also auch schwere Bienenvölker gut heben können. Dazu haben wir also ein Rohr-in-Rohr-System gemacht, um diesen Kran drehbar zu machen. Da befinden sich dann ein paar Abschmiernippel dran. Das heißt also, die beiden Rohre, die ineinander laufen, sind mit Fett gefüllt. Das heißt, ich habe da die quasi keine Kugellager dazwischen, sondern wirklich eine reine Reibung, und das läuft mit Fett eigentlich ganz gut. Als Hebevorrichtung habe ich einen ganz normalen Elektroseilzug benutzt, der kann ungefähr 250 Kilo heben. Das wird dieser Kran natürlich niemals aushalten, aber ich sag mal, das war der kleinste, den ich so kriegen konnte. Der hat eine elektrische Leistung von 500 Watt als Energieversorgung. Im Feld wird es also unseren Stromerzeuger geben oder aber einen Spannungswandler für einen PKW. Im schlimmsten Fall muss man dann in der Ladephase kurz das Auto mitlaufen lassen, damit man sich da die Batterie nicht leer zieht. Aber ich denke mal, das ist ganz gut zu machen. Wir sichern den Kran, damit er während der Fahrt nicht nach rechts und links schwenkt. Einfach mit einem stinknormalen Spanngurt, den wir oben einmal rumgewickelt haben, dann kann der nicht weg. Damit können wir mit einem Ratschengurt das Ding feststellen. Der Hebezug selber ist am Kran, an dem Mast des Kranes befestigt. Der kann also während der Fahrt auch nicht nach hinten donnern. Dieser Hebezug läuft oben in einer sogenannten Helmschiene und auf 4 kugelgelagerten Rollen. Insgesamt eine Tragkraft von über 100 Kilo. Müsste eigentlich ausreichend sein. Wir haben die Kraft, die auf diesen Ausleger wirkt, vorne mit einem Stahlseil umgeleitet bis an den Mast. Also, wenn man sich ein bisschen mit Statik auskennt, kann man sowas also quasi dann umlenken. Die Kraft, die vorne nach unten zieht, haben wir also insoweit umgelenkt, dass sie unser Standrohr des Krans, unseren Mast, mehr oder weniger zur Seite verbiegen will, und da können wir gut abstützen. Das haben wir also mit Flacheisen gemacht. Dazu ist zu sagen, am Fahrgestell eines Fahrzeuges rumzumachen und rumzuschweißen ist also nicht in Ordnung. Dazu haben wir uns dann einfach dazu entschlossen, vorhandene Löcher zu benutzen, und der Mast des Kranes selber ist also einfach nur auf die Deichsel aufgeklemmt. Also ich habe nichts verschweißt mit dem Anhänger. Die Schweißarbeiten, die ich ausgeführt habe, haben alle am Kran selber stattgefunden. Am Anhänger selber ist alles nur geklemmt und verschraubt. Dazu haben wir dann wie gesagt, die vorgegebenen Löcher genommen. Da waren immer noch welche frei, die in der Produktion entstehen. Ich vermute mal, so eine Deichsel, die wird auch für andere Anhängertypen sein. Daher hat sich das einfach angeboten. War eine schöne Sache. So, und damit ja, habt ihr jetzt also einmal das Aufladen der Völker gesehen und das Abladen der Völker. Und wir sind eigentlich ganz zufrieden. Ich hoffe, dass ich damit einen Großteil der Hebearbeiten auf den Kran verlassen kann und mein Kreuz so ein bisschen entlasten kann. Allein die Kippkontrollen sind ja schon belastend genug für den Rücken. Ich werde jetzt hier zu dem Kran keine großartigen Maße und Baupläne angeben. Das ist eine Sache, die habe ich einmalig gemacht, und ich kann also jedem gerne Tipps geben, wenn man sich selber mit sowas befassen möchte. Ich denke eher, dass die wenigsten so ein Ding nachbauen werden. Wenn Fragen sind, könnt ihr die natürlich gerne stellen. Die häufigste Frage wird wahrscheinlich wieder sein, was kostet so ein Ding?
Also ich habe jetzt fürs Material, wenn man das ganze Stahl rechnet, ungefähr 250 € bezahlt plus 100 € für den Zug und für die Kleinteile vielleicht auch nochmal 100 €. Also mit 500 € ist so ein Ding fertig. Bis dahin. Tschüss.